Schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir einen Mann begrüßen, über den jemand mal den schönen Satz geschrieben hat. Er sei der Mann mit dem bestgepflegten Drei-Tage-Bart an allen deutschen Küsten. Reden aber wollen wir mit ihm heute über ein anderes Thema. Ich meine Sie, Herr Kubicki, ein haariges Thema. Was genau bringt eigentlich so viele Vermögende dazu, ihre Millionen in einen langen Urlaub nach Panama zu schicken? Ist es wirklich nur die Anwesenheit von Palmen oder doch eher die Abwesenheit von Wolfgang Schäuble? Und hatte Erwin Huber möglicherweise recht, als er einst sagte, noch stärker als der Sexualtrieb der Deutschen sei nur ihr Steuervermeidungstrieb? Und warum kommt das jetzt plötzlich alles raus? Er sagt, interessanter Satz, in den meisten Fällen wird Steuerhinterziehung immer noch aufgedeckt durch betrogene Ehefrauen, enttäuschte Geliebte und schlecht gelaunte Mitarbeiter. Herzlich willkommen, Wolfgang Kubicki. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bis dann. Ja, von einem der Aldi-Brüder weiß man, dass er sich mal eine Schafherde gemietet haben soll, um kein Geld fürs Rasenmähen auszugeben. Auch er hat mal klein angefangen und erinnert sich noch gut an einen Abend im März 1972, als er seinen ersten Drogeriemarkt eröffnete und abends statt der erhofften 3.000 plötzlich 20.000 Mark in der Kasse hatte. Daraus glaubt er, erwächst auch eine Verantwortung. Wer nur an Profitmaximierung denkt, sagt er, ist ein armer Wicht. Steuern nicht zu zahlen, ist mir zutiefst zuwider, sagt nicht irgendwer, sondern einer der wohlhabendsten Menschen dieses Landes, der Drogerie-Milliardär Dirk Grossmann. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und den Traum von der Gazelle werden wir gleich noch sprechen. Gibt viel zu tun. Schön, dass Sie alle da sind. Lass uns direkt rein. Kaya, dich zuerst gefragt. Was hast du am Wochenende gedacht, als unter dem Stichwort Panama Papers plötzlich alles an die Öffentlichkeit kam? A, hoffentlich finden die meinen Namen nicht. Oder B, scheiße, warum wusste ich nichts von diesem schönen Geschäftsmodell? Ich habe gedacht, hoffentlich ist Zypern nicht bald dran, weil da bin ich dann auf der Liste. Nein, ich habe da gar nichts. Erstens stehe ich im Rampenlicht, Punkt 1. Punkt 2 lebe ich natürlich von der Sympathie. Und Punkt 3 hat Deutschland ziemlich scharfe Steuergesetze, auch was den Wegzug betrifft. Auch wenn ich jetzt nicht mehr in Deutschland lebe, Steuern werden in Deutschland bezahlt. Und es gibt sogar ein Wegzugssteuergesetz. Das habe ich auch alles erst später mitbekommen, weil ich dachte, ich lebe ja gar nicht mehr hier. Dann muss ich ja keine Steuererklärung ausfüllen. Nein, das ist nicht so. Das ist also Deutschland zu Aber ist das, tatsächlich ein Thema, wenn man in der Schweiz lebt, so wie du, wird man dann öfter mal gefragt, so auf Partys abends, sag mal, Kaya, du bist doch nicht ernsthaft wegen dieser Frau in die Schweiz gezogen. Doch, also es wird natürlich öfter mal so gesagt, sag mal, kann man da irgendwas machen? Hast du da irgend so ein Konstrukt, hast du dir was überlegt? Und ich habe gesagt, nein, ich lebe tatsächlich da, ich bin wegen der Frau dahin gezogen. Und das ist tatsächlich so, dass du deine Steuern, wenn du die in Deutschland verdienst, auch hier bezahlst. Theoretisch ist das so, aber seit dem Wochenende wissen wir, dass... Werden wir Ihnen gleich noch erklären. Rufen Sie erstmal schon mal Ihren Steuerberater an, Frau Uhlig, der wird Ihnen das gleich noch mal genau auseinanderdröseln. Nein, seit dem Wochenende wissen wir, das muss nicht unbedingt so sein. Und ich würde gerne zu Beginn Herrn Rossmann fragen. Herr Rossmann, gehören Sie auch zu denen, die sagen, das wusste ja im Grunde jeder, nur diese Menge des Ausmaßes, das hat mich dann doch überrascht. Das Ausmaß hat mich schon ein Stück überrascht, ja. Aber dass es Briefkastenfirmen gibt auf der Welt, ja, und zwar in einem riesigen Umfang, und dass zum Beispiel auch die Engländer das im Grunde genommen gar nicht verhindern. Die sind ja auch, die gehören absolut zu den schwarzen Schafen. Das ist nicht nur Panama. War bekannt. Aber dass es jetzt in diesem Umfang rauskommt, das war wirklich eine Überraschung. Und das war diese Dimension. Die Dimension war völlig überwältigend. Diese Dimension, Herr Kubicki, ist ja jetzt das erste Mal tatsächlich greifbar. Habe Sie eben beobachtet, als ich die Frage an Herrn Rossmann stellte und Sie winkten eigentlich völlig müde ab und sagten, das wusste doch jeder. Alle wussten eigentlich Bescheid. Auch in diesem Umfang? Ja, wir reden bei den 215.000 Unternehmen, die diese Anwaltskanzlei gegründet hat, ja nicht nur über Deutsche, sondern insgesamt über die Welt sozusagen. Und wenn man sich das anguckt, ist das vergleichsweise klein. Als ich mal in Ihrer Sendung war und wir über Liechtenstein gesprochen haben, habe ich Ihnen gesagt, dass ich davon ausgehe, dass ungefähr 100.000 Deutsche sich in Liechtenstein organisiert haben in der Schweiz. Und wenn Sie das hochrechnen, kann einen Panama nicht wirklich überraschen.
Wie genau funktioniert dieses Prinzip? Erklären Sie uns das einmal. Wir alle denken ja, so naiv wie wir sind, wir leben in diesem Land und müssen Steuern bezahlen. Scheint aber andere zu geben, die es besser wissen. Könnte das der Grund sein, warum dann zum Beispiel der Name von einem Sportstar wie Lionel Messi zum Beispiel fällt? Das heißt dann noch lange nicht, dass der Steuern hinterzogen hat. Das heißt es nicht. Es ist auch klar, jedenfalls habe ich das gelesen und gehört, dass Nico Rosberg nichts Illegales gemacht haben sollte, nur was Anrüchiges, was soll man das heißen mag. Wenn man etwas, was man nicht mehr haben will, verändern will, muss man die Gesetze ändern. Man kann doch aber Nico Rosberg zum Beispiel, ja, der Formel 1, um einmal bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben. Was hat der gemacht? Was ist das Geschäftsmodell? Also nicht gemacht im Sinne von Illegales gemacht, sondern was ist dort abgelaufen? Ich kann das ja auch nur, da ich ihn nicht vertrete, auch nur aus der Presse rezitieren und dann die Schlüsse daraus ziehen. Er soll einen Teil seiner Gage, die er von Mercedes bekommt, ja, indem er dauernd im Kreis rumfährt, an eine solche Gesellschaft gezahlt bekommen haben. Also die Gesellschaft, die ihm gehört, hat sozusagen eine Rechnung an Mercedes gestellt und Mercedes hat diese Rechnung nach Panama beglichen, was noch nichts Illegales ist. Weiter, was ist der Grund dann dafür? Ja, zunächst zahlt er in Panama deutlich weniger Steuern als in Monaco, wo er wohnt, oder in Deutschland oder wo auch immer. Also das heißt, da wohnt jemand in Monaco, wo man jetzt auch nicht im Verdacht steht, übermäßig viele Steuern zu bezahlen? In der Schweiz mit Sicherheit deutlich weniger Steuern als in Deutschland. Warum? Weil er in der Schweiz, dort wo er wohnt, mit der Gemeinde vereinbaren kann, welche Steuern er zahlen. Nee, das geht nicht. Wo wohnen Sie denn? Da müssen Sie nach Zug ziehen. Dann. Nee, das geht nicht. Also das funktioniert bei internationalem Vermögen, funktioniert das aber nicht, wenn man Geld aus Deutschland verdient. Wie gesagt, Deutschland hat dieses Außensteuergesetz und keine Ahnung wie viel, 300.000 Gesetze plus diese Pauschalbesteuerung, die Sie ansprechen, funktioniert nicht, weil Deutschland das nicht akzeptiert. Ich kenne mich ein bisschen aus. Man kann aber wenn Sie länger als 5 Jahre Deutschland verlassen haben, ändert sich das, kann ich Ihnen sicher sagen. Oh, dann habe ich noch. Wir haben mit der Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen. Aber dann zahlen Sie Steuern in der Schweiz. Darf ich noch mal nachfragen? Warum dieser Irrsinn? Warum schickst du sozusagen nicht nur den Formel-1-Fahrer im Kreis durch die Gegend, sondern schickst auch noch sein Geld im Kreis um die Welt? Welchen Sinn macht es für jemanden wie Herr Rosberg oder ganz egal, andere Namen, auch Lionel Messi, sein Geld in Panama zu parken? Ja, die Frage, also der parkt kein Geld in Panama. In Panama ist kein Geld. In Panama ist nur die Gesellschaft. Das Geld liegt auf einem Schweizer Konto oder auf einem deutschen Konto oder auf einem Liechtensteiner Konto oder auf einem italienischen Konto oder auf einem französischen Konto. Es liegt nicht in Panama. Man hat nur die juristische Konstruktion. Sozusagen die juristische Person, die einen davor schützt, dass Dritte unmittelbar erfahren, wer hinter dieser juristischen Konstruktion steht. Aber Herr Kubik, jetzt mal mit Verlaub. Also welchen anderen Zweck und Sinn soll das denn haben, wenn man nicht erfahren soll, wer hinter diesem Vermögen steckt, als natürlich am Ende in irgendeiner Form was zu sparen, was davon zu haben? Ja, nun ist ja Steuern sparen nicht illegal. Es wird dann illegal, wenn man sie hinterzieht. Und selbstverständlich sind Steuerberater und Anwälte verpflichtet, ich nicht, weil ich nur Strafvertragung mache, ich komme immer erst am Ende der Schlange, ist verpflichtet, die wirtschaftlich günstigste Lösung für einen Mandanten zu suchen. Wenn man das nicht mehr will, sage ich nochmal, muss man die Gesetze ändern. Politisch meinen Sie jetzt? Politisch nicht mehr will. Ich wundere mich immer, welche Aufregung jetzt gerade geschieht, auch von Sozialdemokraten. Die Landesbanken, die WestLB, die HSH Nordbank, haben das zu ihrem Geschäftsmodell erklärt, ja, vermögenden Privatkunden dabei zu helfen, Steuern zu sparen. Nicht zu hinterziehen, zu sparen, indem man solche Konstruktionen aufgesetzt hat. Und wir haben das in unmittelbarer Nähe. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Karstadt-Fall erinnern, dass Herr Berggruen den Namen Karstadt, den er Karstadt erworben hat, an eine holländische Gesellschaft verkauft hat, die ihm gehörte, weil man in Holland für Lizenzgebühren keine Steuern zahlen muss. Er hat dann jedes Jahr 13 Millionen Euro überwiesen für die Nutzung des Namens Karstadt und hat darauf keine Steuern gezahlt. Das machen ja Musiker manchmal auch so. Nicht nur also Musiker, das machen auch große Unternehmen. Große deutsche Unternehmen organisieren sich auch weltweit. VW beispielsweise hat seine ganze Luftflotte auf den Cayman Islands stationiert. Haben natürlich erklärt, das machen sie nicht, um Steuern zu sparen, sondern damit man die Flugzeuge identifiziert aus Angst vor terroristischen Angriffen. Muss man glauben oder auch nicht. Natürlich haben sie das gemacht, um Steuern zu sparen. Aber wo stehen die Flugzeuge denn tatsächlich? In Wolfsburg natürlich. Wolfsburg oder wo auch immer. Sind aber auf den Cayman Islands angemeldet. Ja. Weil man die Angst hat vor terroristischen Angriffen. Die gehören einer Gesellschaft, die auf den Cayman, einer Briefkastenfirma auf den Cayman Islands, die VW gehört. So, was hätte denn jetzt jemand wie Herr Rossmann zum Beispiel davon? Direkt gefragt, Herr Rossmann, ist Ihnen sowas schon mal angeboten worden? Hat man Ihnen schon mal gesagt, passen Sie auf, bei Ihrem Vermögen, das lohnt sich, da mal drüber nachzudenken, das anders zu machen? Okay. Sie zahlen ohnehin wahnsinnig viele Steuern, das heißt... Nee. Prozentual? Ich erkläre es gleich. Also in den letzten 3-4 Jahren überhaupt nicht. Aber früher war das schon mal so. Also die Banken Dass mir das angeboten wurde. Mhm. Aber die juristische Sicht...
mag stimmen, so wie Herr Kubicki das sagt. Die stimmt schon, das kann er so. Ja, dann stimmt sie. Ja. Aber ich empfinde das alles ganz anders. Rossmann ist eine GmbH. Und als GmbH zahlen wir auf die Gewinne 31%. Das finde ich absolut fair. Ist auch weniger als jetzt jemand, auch ein Privatmann, der ein hohes Einkommen hat. Mhm. Aber wir zahlen nur 31%, also diesen sehr niedrigen Satz, wenn wir die Gewinne nicht ausschütten. Wenn aber die Rossmann GmbH das mich als Privatperson ausschüttet, muss ich noch mal 25% bezahlen. Und das ist auch absolut fair, denn das müssen andere Leute auch bezahlen. So. Also dann zahle ich den vollen Steuersatz. Moment. Das hat sich damals der Schröder mit der Agenda 10 überlegt, dass man deutsche Firmen, dass die kapitalstärker werden, dass man ein Rückgrat bilden kann. Denn, und das weiß heute kaum jemand, früher waren die Steuern in Deutschland, mit früher meine ich vor der Agenda 10, bei 70%. Oft sagen Leute, Herr Rossmann, die Steuern waren noch nie 70%. Natürlich waren die bei 70%. Die Einkommensteuer war rund 50%. Dann kam Gewerbesteuer dazu, 17%. Dann kam Vermögenssteuer dazu. Mhm. Also Tote komplette, ungefähr 70%. Gewerbesteuer wird angerechnet, aber... Gut, dann sind es 67%. Wie viel, ja, Steuerfachgespräch, aber ich breche jetzt Es waren riesige Steuern. Aber die 31% empfinde ich als sowas von fair und sowas von in Ordnung. Ja. Denn ich weiß, dass ich in diesem Staat lebe und auch Pflichten habe. Ich würde nie auf die Idee kommen, von den 31% noch irgendwas wegzumanipulieren, weil ich würde das für mich persönlich als unanständig erleben. Und deshalb gibt es das nicht, weil ich in diesem... Wir haben alle in diesem Land unendlich viele Vorzüge. Es geht um Sicherheit, es geht um Gesundheitsversorgung. Es geht einfach darum, dass wir Teil dieses Landes sind und ganz viel auch bekommen von anderen Menschen. Und wir haben uns auch einzubringen. Und wenn jemand irgendwo an der Kasse arbeitet und wenig verdient, der zahlt auch Lohnsteuer. Und wenn ich jetzt als wirklich schwerreicher Mann sagen würde, nee, also irgendwie, wie kann ich denn das noch drücken oder noch? Das würde ich mit meiner eigenen Ehre und mit meinem eigenen Gefühl für Aufrichtigkeit, das wäre nicht kompatibel. Und deshalb denke ich nicht so, wie, was könnte ich vielleicht, sondern ich denke, das ist fair, dann ist es in Ordnung und aber Punkt. Ganz konkret gefragt, wird Ihnen das, Sie haben noch mit Sicherheit große Vermögensberater, Vermögensverwalter. Im letzten Jahr nicht mehr. Weil man einfach weiß, wie Ihre Haltung dazu ist. Nein, Herr Lanz, die wissen auch mittlerweile, wie ich ticke, die Banken. Die bieten mir das gar nicht an. Die schätzen ja die Menschen auch ein. Und dann gibt es Menschen, die wirklich also noch das letzte Prozent irgendwo verstecken Aber können wollen. Sie das nachvollziehen? Sie sagen gerade 70%. Das kann, ja, kann man damals nicht heute. Ja. Das kann man ja nachvollziehen, dass ein Mittelständler dann irgendwann mal sagt, auch auf der Schwäbischen Alb irgendwo zum Beispiel, das bricht uns tatsächlich das Rückgrat. Wir brauchen Bargeldreserven. Wir müssen uns irgendwie auch für Krisen, für schlechte Zeiten wappnen. Das ist ja alles nachvollziehbar. Nur als normaler, einfacher Mensch ist das ja trotzdem alles nicht mehr nachvollziehbar, wenn dann solche Menschen in der Lage sind, ihr Geld irgendwo hin zu verschieben, weil wir zahlen das doch am Ende auch. Also wir zahlen Steuern, ganz normal, 40-45%. Dann gehst du in den Laden, kaufst dein Zeug von bereits versteuertem Geld, zahlst noch mal Mehrwertsteuer obendrauf und so weiter und so weiter. Klar. Das heißt, Otto Normalverbraucher kommt doch auch nicht mit seinen 40 oder 45% davon. Also empört Sie das, was da passiert? Ich empfinde eine stille Freude. Dass das jetzt auch rausgekommen ist. Auch wenn es aus juristischer Sicht es richtig ist, was Herr Kubicki sagt. Ich empfinde eine Freude, weil ich möchte eigentlich in einer Welt leben, wo die Leute, die viel verdienen, auch höhere Steuern zahlen. Ich meine nicht prozentual höhere Steuern. Über die Prozente kann man streiten und kann über Erbschaftssteuer streiten. Aber nicht, wenn es die Gesetze gibt, dass denn nicht bezahlt wird und mit irgendwelchen Tricksereien gearbeitet wird. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Darf ich nochmal, also Herr Kubicki, ja. Ich kann das alles wirklich nachvollziehen, aber es schwillt mir die Unterstellung mit, dass diejenigen, die Gesellschaften in Panama haben, das kann sein, aber wir wissen es nicht, Steuererziehung begangen haben. Auch die Ausschüttungen aus panamesischen Gesellschaften müssen... Wann ist es denn Steuerhinterziehung, Herr Kubicki? Ja, wenn beispielsweise die Erträge bei einer operativen Gesellschaft, die in meinem Besitz ist, Steuern nicht abführt. Also in Panama sind die Unternehmensbesteuerungen geringer als in Deutschland, aber die Ausschüttungen an den deutschen Eigentümer müssten nach deutschem Steuerrecht hier auch mit dem entsprechenden Steuersatz versteuert werden. Aber das ist Steuererziehung, wenn ich das nicht mache. Ja, okay. Aber nochmal jetzt wirklich runtergebrochen, Herr Kubicki. Also angenommen, wir gehen jetzt her hier in der Runde, sagen wir, wir kommen irgendwie zu einem kleinen Vermögen. Wir haben eine Firma, was auch immer. Peter Maffay ist Unternehmer, der hat jetzt diese Firma. Da geht es hin zum Steuerberater, der sagt dem, pass auf, ich habe da diese Idee, entweder Liechtenstein zum Beispiel. Sie sagten irgendwann mal hier in der Sendung, so ab 300.000 lohnt sich das auch in Liechtenstein zu machen. Panama eher schon lange nicht mehr. Also schon lange nicht
nicht mehr. Okay, da hat man die Gesetzeslücke sozusagen geschlossen. Panama offenbar immer noch interessant, ab 5 Millionen. Jetzt gründet er dort eine Firma oder kauft eine dieser Vorratsgesellschaften. Heißt das dann, ich schreibe dann von hier aus eine Rechnung an diese Gesellschaft und anders, diese Gesellschaft stellt mir eine Rechnung zum Beispiel für Beratertätigkeiten in Panama oder was machen die für mich? Ja, also er stellt zunächst mal der Gesellschaft Geld oder Vermögen zur Verfügung, ja, und damit kann die Gesellschaft was anfangen. Solange aus der Gesellschaft nichts herauskommt, muss das auch nicht versteuern. Das bedeutet, wenn beispielsweise in diese Gesellschaft Erträge aus seinen Plattenverträgen fließen, die ja hier versteuert werden zunächst, ja, aber er hat dann trotzdem noch was übrig, das Geld fließt dahin, kann diese Gesellschaft damit was erwerben, Häuser, Flugzeuge, was auch immer. Er kann sein Vermögen sozusagen verbreitern, ohne dass darauf, solange er daraus nichts veräußert, Steuern entfallen. Das so ist der tiefere Sinn. Also an anderen Sinn gibt es nicht. Also, es gibt natürlich auch logischerweise kriminelle Aktivitäten mit Geldwäsche, mit Korruption. Aber sie können auch mit einer deutschen GmbH kriminelle Aktivitäten entfallen. Wie funktioniert das? Also Schwarzgeld beispielsweise. Ja, der überweist dann der Konzern Siemens, weil man in Mexiko irgendwas veranlasst hat, an eine panamesische Briefkastenfirma aufgrund einer Rechnung, die gestellt wird von dieser Firma, einen bestimmten Betrag. Und der wirtschaftliche Berechtigte dieser Firma ist ein mexikanischer Staatsbediensteter. Das war, bis die Auslandskorruption in Deutschland straf wurde, bis 1999 gang und gäbe. Sie haben kein größeres Geschäft im Ausland gemacht, ohne einen dortigen Vertreter, sagen wir mal, zu sponsern. Also reden wir über Bestechung. Das ist bei uns, ja, das ist Auslandsbestechung, war bis 1999 legal, konnte auch steuerlich abgesetzt werden, ist seit 1999 verboten. Deshalb wird es jedenfalls nicht mehr in dem Umfang gemacht wie früher. Trotzdem merkt man ja jetzt in diesen Tagen, wie zum Beispiel auch Banken sich beeilen und bemühen, möglichst schnell zurückzurudern und zu sagen, nein, stopp, stopp, diese Art von Geschäften bieten wir schon seit längerer Zeit nicht mehr an, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das machen die doch nicht deswegen, weil das so ein ehrbares, lauteres Geschäft ist. Ja, das machen sie unter Umständen deshalb, weil sie den öffentlichen Reputationsverlust eingeschätzt haben, als kostspieliger, als auf solche Kunden zu verzichten. Aber das heißt doch, dass das eine seltsame, krumme Nummer ist, die da läuft. Ja, was heißt krumme? Also ich bin Jurist. Krumme Nummer ist für mich alles das, was illegal ist. Es ist möglicherweise moralisch anstößig. Aber nochmal, nein, aber es ist doch keine normalen Menschen mehr. Sie sind ja auch Politiker, Sie sind ja nicht nur Jurist. Es ist doch keinem Wähler mehr zuzumuten und zu erklären, was da eigentlich tatsächlich passiert. Ich meine, da müssen die Wähler von morgens bis abends, ihr müsst Steuern bezahlen, ihr dürft keine Steuern hinterziehen. Und bei jeder kleinsten Kleinigkeit, selbst wenn du einmal im Halteverbot gestanden hast, ist sofort einer da und sagt, da hätte ich jetzt gerne mal 50 Euro von dir. Und dann gibt es diese Liga, die in der Lage ist, ihre Kohle einfach komplett um den Globus zu schicken und sie so lange um den Globus zu jagen, bis am Ende die Steuerlast 0 Euro ist. Das kann doch nicht sein. Ja, aber dann sage ich immer wieder, dann müssen die verantwortlichen Politiker die Gesetze ändern. Ich war in Ihrer Sendung schon mal darauf hingewiesen, dass große Konzerne, die in Deutschland einen Milliardenumsatz machen, nicht einen Cent Steuern zahlen. Google zahlt in Deutschland bisher keine Steuern. Ach. Null. Null. IKEA zahlt 1% oder 3%, was weiß ich was. Amazon zahlt auch fast gar nichts. Richtig. Weil die in der Lage sind, innerhalb der Europäischen Gemeinschaft über Gesellschaftskonstruktionen Gewinne nach Irland beispielsweise zu verlagern, wo die Gewinne deutlich geringer besteuert werden. Welche Rolle spielt Luxemburg dabei zum Beispiel? Genauso, das war deren Geschäftsmodell lange Zeit. Beispielsweise zahlen sie in Luxemburg eine geringe Mehrwertsteuer. Wenn sie also ein Buch elektronisch bestellen und der Server steht in Luxemburg, dann ist es preiswerter, als wenn sie das Buch in Offenbach bestellen, bei Burda beispielsweise. Weil die Mehrwertsteuersätze unterschiedlich sind. Also es muss nur der Server dann dort stehen. Wenn sie das ändern wollen, müssen sie die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern. Und die spannende Frage ist, warum der deutsche Gesetzgeber, übrigens unter Rot-Grün, bestimmte Schlupflöcher geschaffen hat und sie bis heute nicht schließt. Warum ist das so? Ja, weil es einige Menschen gibt, die glauben, dass im internationalen Wettbewerb der Standort Deutschland Nachteile erleiden würde, wenn man sich diesem Wettbewerb nicht auch in gewisser Weise stellt. Das heißt, ist das der Grund, warum jemand wie Wolfgang Schäuble dann zum Beispiel auch bei großen Konferenzen im Grunde auf das Prinzip Hoffnung setzt und Appelle in die Welt schickt und sagt, naja, also wir sollten uns jetzt mal bemühen, das irgendwie in den Griff zu kriegen, aber ernsthaft tun? Ja, Sie können es doch nur international machen. Sie können es doch national gar nicht regeln. Wenn Herr Maas heute erklärt, er schafft ein Transparenzgesetz, dann lachen sich alle Beteiligten wirklich nicht nur ins Fäustchen, sondern sie glauben, der Mann ist nicht ganz dicht. Soll die Bundeswehr in Panama einmarschieren, damit die dort ihre gesetzlichen Grundlagen verändern? In Deutschland ist nach der Geldwäscherichtlinie alles bereits transparent. Bei uns muss jeder wirtschaftlich Berechtigte hinter einer Gesellschaft benannt werden. Eine Bank darf gar keinen Kunden annehmen, bei dem sie nicht genau weiß, wer dahinter steht in Deutschland.
Aber es ändert nichts an der Lage in Panama. Und Sie können selbstverständlich nicht verbieten, dass panamesische Gesellschaften sich in Deutschland engagieren. Und umgekehrt können Sie es keinem Deutschen verbieten, in Panama eine Gesellschaft zu kaufen. Herr Rossmann, wenn man dieses Geschäftsmodell so hört, wenn man dann hört, dass es eigentlich gar kein politisches Interesse gibt, also dieses Schlupfloch ein für alle Mal zu schließen, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Ich sehe das nicht ganz so, wie Herr Kubicki das sieht. Ich glaube, dass Deutschland schon in vielen Bereichen mehr tut als andere Länder. Aber dass zum Beispiel Irland oder auch zum Teil Holland, wenn es um Markenrechte geht, ganz andere Vorstellungen hat und einfach Dinge machen, die gar nicht zusammenpassen zu einem europäischen gemeinsamen Denken, vom Denken von Fairness und von gerechten Gesetzen, das stimmt. Herr Kubicki hat in der Tat absolut recht. Wir leben in einer Welt, wo es diese Staaten gibt, die dieses das als Geschäftsmodell machen. Insofern werden wir in Deutschland das Problem nicht alleine lösen können. Das machen wir in Deutschland doch auch. Die Bundesländer untereinander, die Gemeinden untereinander. Ich habe einen anderen Ansatz, ja. Herr Kubicki. Ich habe den Ansatz, dass es auch so etwas gibt wie ein Gefühl für Gut und Böse. Das hat jedes Kind. Ja? Und wenn ein Erwachsener eine Briefkastenfirma gründet und da Geld transferiert und so, das spürt der Mensch auch, dass es nicht in Ordnung ist, was er macht. Weil es letztlich darauf angelegt ist, Steuern zu sparen. Und ich finde, wir sollten auch in einer Welt leben, wo wir von dem Einzelnen erwarten und verlangen können, dass er sich nicht nur an Gesetze hält, sondern auch ein Gefühl dafür haben muss als erwachsener Mensch, was richtig ist und was falsch ist. Peter, du wolltest eben. Ja, ich verfolge jetzt die Diskussion mit allem größten Interesse. Ich würde gerne der Auffassung von Herrn Rossmann folgen. Was wir jetzt diskutieren, ist offensichtlich eine Erosion in der Gesellschaft. Und diese Erosion zeigt ganz deutlich auf, dass wir kein gemeinsames Verständnis haben für die Pflichten, die wir unserem Staat gegenüber haben. Ja. Und es zeigt auch, dass es eine Schicht von Menschen gibt und von Strukturen gibt, die in der Lage sind, über Beraterverträge und über Strukturen, die sie bezahlen können, ihre Betriebsergebnisse zu verbessern. Ja. Das kann ein normaler Bürger in diesem Land nicht. Er verfügt über diese Mittel nicht. Richtig. Deswegen gibt es da eine Schere, die anfängt, immer mehr aufzuklappen. Und dieser Keil, der wird unserer Gesellschaft schaden. Wenn wir dieses Verständnis nicht füreinander haben, dass wir in einen Staat zurückinvestieren müssen, der uns in dieser Form leben lässt, wie wir das tun, mit all den Vorzügen, dann, glaube ich, verliert Deutschland seine Qualität. Nicht nur aus. Würden Sie mir sicher zustimmen, Herr Rossmann, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Letzte Frage zu dem Themenkomplex. Was muss denn Ihrer Meinung nach da jetzt geschehen? Wie diskutieren Sie das zum Beispiel auch mit Kollegen? Sie kennen ja mit Sicherheit auch eine Menge anderer vermögender Menschen. Wie diskutieren die das denn? Sind die alle tatsächlich in diesem Steueroptimierungswahn? Oder sagen die, nö, also, wir wären auch durchaus bereit? Herr Lanz, jeder hat seine Freunde, die zu ihm passen. Also meine Freunde, die haben andere Vorstellungen von Leben. Die haben auch so viel Bildung, dass sie wissen, dass es egal ist, ob man 2 Millionen besitzt oder 20 Millionen. Also es gibt genug wissenschaftliche Erhebungen, die klar belegen, es ist völlig egal, es ist schon wichtig, einen gewissen Wohlstand zu haben. Aber ob der denn 10-mal oder 100-mal so groß ist, spielt für das eigene Wohlbefinden überhaupt keine Rolle mehr. Also meine Freunde haben dieses Bildungsniveau, dass sie das wissen. Und bei denen steht nicht Gier im Mittelpunkt, sondern verantwortliches Handeln. Also, dann wollen wir hoffen, dass sich das, was Sie auch zu Recht einfordern, Herr Kubicki, nämlich dass auch gesetzgeberisch und dann auch weltweit, Sie haben ja recht, das ist ein globales Thema, dass dann irgendwann mal tatsächlich was passiert. Wir können schon auch einige Sachen national machen. Wir können beispielsweise, oder europaweit machen, wir können beispielsweise Gewinne dort besteuern, wo sie anfallen, wenn man die Wertschöpfung zugrunde legt. Also dann ist die Möglichkeit, dass Google seine Gewinne nach Irland transferiert, nicht mehr möglich. Das hätten wir schon vor 5 Jahren machen können. Sie können jetzt fragen, warum ist es nicht passiert. Ich habe da so meine eigenen Gedanken, aber da kann man anfangen. Man muss jetzt keine Scheingefechte mit Panama führen, sondern das regeln, was wir selbst regeln können, und zwar möglichst schnell. Also, dann werden wir das weiter verfolgen. Bin mir sicher, wir werden uns zu dem Thema noch mal treffen.